Jetzt hat die ukrainische Luftwaffe vor ungefähr 3 Wochen die ersten F-16-Kampfflugzeuge aus den Niederlanden bekommen. Die Ausbildung der Piloten, die läuft angeblich. Und Kiew hat selbst das Ziel ausgegeben, bis spätestens zum Frühjahr die Lufthoheit in der Region zurückgewinnen zu wollen. Ist das realistisch? Ob man wirklich in dieser Weise den Luftraum kontrollieren können wird, das halte ich für fraglich. Mhm. Ist von beiden Seiten sehr mit Luftverteidigungssystemen gesättigt, aber lokal an bestimmten Stellen, dass man durch den Einsatz der F-16 die russische Luftwaffe zurückdrängen kann, das halte ich für möglich. Und dass ukrainische Piloten bereits mit F-16-Flugzeugen fliegen, um zu trainieren, halte ich für eine gute Nachricht.